Ja, wenn wir das Bastian-Buch anschauen, der hat solche zum Beispiel Stoffprogramme gemacht, wie gut sich die Schüler gegenseitig akzeptieren. Solche Sachen, die jetzt in den einfachen praktisch Prozessen runterzubrechen, ist so gut wie unmöglich. Und genau das ist das Problem. Das Verfassen von emotionaler Kompetenz ist eine ganzheitliche Gestaltwahrnehmung, die wir praktisch nicht mit Papier und Bleistift machen können. Und das ist eben ganz, ganz schwer zu messen. Das ist der Grund, warum wir immer noch Vorstellungsgespräche haben. Und Sie wissen nach einer halben Minute, ob der Kandidat zu Ihrer Musikschule in Frage kommt oder nicht. Das ist emotionale Intelligenz.